wird weiter. Habt ihr bald mal? Habe ich frisch geölt heute mit Leinöl. Ach, du hast eine richtig geile Mütze. Ja. Dann mit Leinöl. Mmh. Okay. Für dich. Der würde passen. wie sagt der Preußensonder immer? Hallo meine Lieben, es grüßt euch der Preußensonder. Heute mal ein bisschen verdeckt. Weil es ziemlich kalt ist. Heute sind wir wieder durch Mühe und Not hier angekommen und wollen wieder Dreck aus dem Boden sammeln, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja, eben. Nur Müll rausholen. Ja, ist doch so. Ist doch so, eben. Warum machen wir das überhaupt? Ich verstehe es auch nicht. Ach man, Sonic, ey. Nee, ich fühle mich ja mit dem Bauch mäßig nur. So nicht zeigen. Ich fühle deinen Bauch nur. Willst du mir nicht nachher wieder 25 GB Handyvideo schicken, Alter? Oder so. So Leute, es geht los. Es geht los. Mal, was wir hier finden, ja? Heute habe ich die Phoenix am Start. Das letzte Mal hatte ich, was hatte ich, Oleit? Letztes Mal, wisst ihr das noch? Du ja. Eine Oleit? Aber die Phoenix ist schon auch geil. Guck mal her. Hallo? Guck mal her. Achso. Das ist der Sonic, genau. Wie der guckt. Bitte. Zieh mal hoch. Wir machen mal eine Ansage wieder. Wie wollen wir das in etwa machen? Hallo mein Lieben, ich bin der Preußensonder. Hallo so, meine Lieben, es grüßt euch der Preußensonder. Ist das ein Fohl? Ist ja totaler Quatsch, nicht? Ich reiß dir nicht runter, mein Lieber. Ach komm, Leute, alle gut. Reicht. Wollen wir nicht, das zeigen wir eh nicht. Oh, cool, siehst du aus, Junge. Ja. Ey, was ist denn das? Guck mal, die Lampe hatte ich auch. Was ist das? Ist das eine Oleit? Eine Phoenix. Die? Ja. Gut, meine Lieben, wir melden uns beim nächsten Fund, wa? Geht schon wieder los hier. Ey. Genau, ist schon wieder lustig. Gut, bis gleich. Hier ist ein sehr schöner Fund. Verbrecherwerkzeug wieder gefunden im Wald, weggeworfen. Damit haben sie bestimmt die Autos versucht aufzubrechen am Parkplatz. Hier sind jetzt keine Spuren dran. Das ist noch nagelneu. Wobei hier vorne, da ist es ein bisschen abgenutzt, doch. Da haben sie schon mal was mit gemacht. Aber nur ganz kurz und ganz wenig. Naja, und dann haben sie es schnell weggeworfen. Nehme ich auf jeden Fall mit. Kann ich gut gebrauchen. Da haben wir jetzt ein großes Signal. Und das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Benzinkanister. Aber ein alter, weil der sehr tief liegt. Und wir wollen den ausbuddeln. Wir wollen gucken, was da drauf steht. Vielleicht ist es ja ein alter Benzinkanister von der Wehrmacht. Und welche Farbe er hat. Genau. Grab. Leute, ich hab euch Benzin mitgebracht. Ah, da ist er. Der 20 Liter Kanister. Tja. Ja, den werden wir gleich mal ein bisschen bürsten. Aber ich habe noch eine Mini-Bürste mit. Ja, in meiner Tasche, da ist eine Bürste drin an der Seite. Neben dem Pinpointer ist die Tasche. Willi sah es zwar, doch glaubt es kaum. Ja, Willi, da musst du gar nicht so von oben herab negativ hier den Kanister betrachten. Bewundere ihn. Viel Spaß beim Loch zu machen. Ja, vielleicht ist da drunter noch was Cooles. Bin immer von dem Aspekt aus. Es könnte ja noch was Cooles drunter liegen. Naja, auf jeden Fall sieht der Kanister sehr gut aus und wir werden den jetzt. Da müsste das stehen. Was müsste denn da stehen? Naja, Jahreszahl. Und WH meistens, oh Gott. BH 1944. Irgendwo ein Scheiß muss da stehen. Naja, da wird nicht mehr draufstehen, auf die Kanister, musst du nicht mehr bürsten. Also das würde ich jetzt mal so gar nicht behaupten, Herr Alexander. Ja, dann legen doch in Oxal ein oder irgendwas, keine Ahnung. Denn, Na gut, also da können wir nicht mehr drauf erkennen. Laut Wikipedia, der Wehrmacht-Einheitskanister ist ein Kanister mit 20 Litern Fassungsvermögen. Ein Kanister? Das ist er. Hier könnte noch ein Stempel drauf gewesen sein, irgendwie. Also die sahen ja eigentlich immer alle gleich aus. Ja, da war Wehrmacht eingeprägt gewesen. Siehst du irgendeine Einprägung? Feuergefährlich. Ja. Und Wehrmacht. Das ist keiner. Wir wissen es nicht. Zumachen, und zwar sofort. Da ist noch da unten, oder? Ja, ja. Doch, da habe ich schon mit Film weiter geguckt. Na gut. Aber es wird nur rostiger Müll sein. Ich auch nicht. Gibt's da nicht. Hast du schon mir einen Fund gemacht? Naja. Auf jeden Fall eine alte Brosche. Siehst du da ein paar Schluss? Hm. Ist der Rand verschnörkelt? Ja.
guck mal an, eine Brosche aus den 20er Jahre. Mensch, das ist ein schöner Fund. Ist ja schön, da ist ja die Nadel noch dran. Die machen wir kaputt. Ja, und die ist auch noch schön, die Brosche. Bitte schön. Soll ich die da wieder reinmachen? Nee, steckst du die nochmal wieder hier ran, das sieht gut aus. Passt jetzt geht da die Jacke kaputt. Egal. Was haben wir denn da? Sind das die beiden Sachen hier? Guck mal, was hier alles ist. Was ist denn das alles? Knöpfe. Aber viele vor allem. Das ist ja aber vor allem schicke Dinger. Wow, das ist doch schon gut. Ja, hier ist interessant. Guck mal, hier war irgendwie sowas. Vielleicht war das eine Jacke oder sowas. Ist oder irgendwas. Und hier ist dieses Schild. Aha. Das meintest du, ja? Was steht da drauf? Die letzten beiden Buchstaben sind ED. Hinten ist ED, so, weißt du? Nee, so rum kommt's. Von oben nach unten. Nee, so, guck. Und? C. Das ist doch ein E, Alter, hier. C Kiva. Was? Ah ja. So rum. Vorsicht, das ist brüchig. Mhm. C Kiva oder so, ne? Ja, bloß was hat das mit den Knöpfen zu tun, ne? Das werden wir nie erfahren. Eben drum. Aber wir werden das einpacken und dann hatten wir vorhin noch diesen Fund. Ja. Vielleicht weiß einer, was das ist. Ich weiß es nicht. Ja, ich meine ja, dass das so ein Piker ist für... Na, auf jeden Fall ist das ein Schwertgriff, ne? Das ist ja klar. Von so einem kleinen Säbel oder so. Vorne ist die Klinge ab. Ein Schwertgriff von einem kleinen Säbel. Naja, ein Säbelgriff halt. Oh, wusste ich gar nicht. Ja, du bist heute auch wieder richtig gut gelaunt. Ja, pingelig, ja. Aua, sag mal. Wollte ich nicht. Wollte ich wirklich nicht. Natürlich wolltest du das. Das stimmt. Hast du doch mitgekriegt, wa? Ja, hier. So, ne, Kie. Ich hab einen Detektor hier. Da hat er echt so einen Ring gefunden. Was auf einen kleinen Finger ist für eine Frau, würde ich sagen, ein Frauenring. Mit einem Löwenkopf drauf. Ich hab sowas schon mal gesehen, ich glaube, meine Oma hat sowas auch mal gehabt. Das ist ein sehr schöner Fund. Aber der ist aus Aluminium. Mhm. Der ist ja federleicht. Leider. War das da schön? Ein Malerabzeichen? Das ist doch eine Malerpalette, wo Farben drauf sind, wa? Mhm. Pinsel. Und Pinsel, ja. Und dann haben wir hier diese schöne Münze. 1950. Hast du nicht letztens eine von 1949? Auch, nee, weiß ich gar nicht, hab ich nicht gekriegt. Mhm. Auf jeden Fall schon mal ein paar Funde da. Ja, guck mal, mal hier ran oder irgendwas ist das hier? Guck mal hier, hier ist so eine Art Rand. Eine Schale, sag ich. Zeig mal, ich muss das mal, anschauen. Was ganz Großes. Ja, und die ganze Erde ist verbrannt, ne? Hier haben sie was verbrannt, Beweismittel. Hier ist eine Asche. Das werden wir ausgraben. Ich schütte nicht immer so gut. Beziehungsweise der Alex gräbt das aus. Der Alex ist der Gräber. Damit es wieder warm wird. Wir schauen uns das an, während er das ausgräbt. So, ich finde mal in der Zeit die Abzeichen weiter. Ja. Gut. Dann. Was irgendwo noch eine Stelle auf dem Friedhof frei ist? Ich würde auch auf dem Friedhof anfangen zu arbeiten. Was machst du denn da? Da kriegst du aber einen Bagger dann. Da kriegst du einen Bagger. Dann heiße ich auch nicht mehr Alex, dann heiße ich nämlich Bodo. Dann heiße ich nämlich Bodo mit dem Bagger. So, wir haben das jetzt weiter angegraben. Da, Besteck ist zum Vorschein gekommen. Eine Gabel oder so. Nee, ein Löffel. Ja, nicht alter, ne? Guck mal, ob du hier ein MHD findest, hier auf dem Ding. Das gab's aber in der 19er durch nicht. Also hier auf dem Löffel steht mal überhaupt gar nichts drauf. Alter, ich dachte, wäre cool. Aber naja. Der Malte ist jetzt schon draußen? Ja. Da ist noch mehr drin. Wir graben das mal weiter aus. Eieiei, das ist ein Messer. Alt! Ja, so was Ähnliches haben wir auch noch zu Hause. So ein Messer. Aber ein bisschen anders. Da haben wir schon mal ein Messer und einen Löffel. Die Flasche. Alt? Nee. Das kenne ich auch noch. Das war damals River Cola. Kennst du noch River Cola von Aldi? Wer kennt noch River Cola von Aldi in diesen Glasflaschen? Ja, das ist ein Ausflug in den 90er. Bist du hier? Ja, hast du den Cola.
irgendjemand aus den 90er hat hier seinen ganzen Müll vergraben. Genau. Nee. Cola. Coke. Aber mit dem West Schnüffelstück, wa? Das ist doch ein West Mundstück. Ja, 90er Jahre war ja auch West. Aber an solche Öffnungen kann ich mich nicht erinnern, wo ich damals Cola getrunken habe. Das ist immer andere. Oh. Oh, da ist eine Tüte. Und das da sind die ganz toll. Abziehlaschen drin. Das macht Spaß. Mhm. Wir rühren das nur um, damit das besser vergammelt. Richtig, genau. Bei dem Müllsack habe ich jetzt keinen bei. Guck mal hier. Das ist Tabak, wa? Adler, Mini-Würstchen oder so. Ja. Ein, von 91, da steht es drauf, 1991. 15.03.91, da unten in der Ecke. Ja, hier, ja. Tatsächlich. Genau. 200 Gramm. Steht da noch der Preis drauf vielleicht? Das würde mich jetzt mal interessieren. Grad. Nee, da steht kein Preis mehr drauf, leider. Polnischer Herkunft, wa? Das ist am Polenadler drauf, wa? Das wird irgendwie so eine Mark gekostet haben. Also quasi 50 Cent. Jetzt heute zahlst du für so eine Packung Wurst 3,79 Euro. Da war Leder irgendwie gesehen. Da unten noch. Die nee, da ist kein Leder. Wir machen das zu, das reicht. Zeitverschwendung. Machen den ganzen Müll wieder drin und schön zu. Das können wir nicht entsorgen, aber wir wollten uns das mal anschauen. Ja, der Preußensonder hat einen Manschettenknopf gefunden. Schon lange nicht mehr gefunden. Einen Manschettenknopf. Ja. Ich komme hinter dich, genau. Leider ein kleines bisschen verbogen, wie man hier sieht, aber das Teil ist noch beweglich. Das wird ja den Ärmel durchgezogen und der war auf jeden Fall vergoldet. An manchen Stellen sieht man das eigentlich? Das sieht man ja. Wie das Gold durch. Also vergoldet. Vor allem hier sieht man es eben besonders gut, ja. So, das schauen ja auch Zuschauer zu, die das nicht mehr wissen, was man mit einem Manschettenknopf damals gemacht hat und wie das gemacht wurde. Also, das habe ich ja gerade ganz kurz erklärt. Man hat ein Hemd an. Ja. Ne? Das Hemd ist ja, wie nennt man das? Offen. Offen. Geschlitzt. Ne? Geschlitzt. Geschlitzt, genau. Und dann hat man den genau so genommen. Allerdings war die Stange eben gerade. Ne? Ja. Also, diese Stange war im 90-Grad-Winkel. Die hat man dann. Ne, das war die Seite, die man letzten Endes gesehen hat. Hm. Dann hat man den so durch die Öffnung der Hemden durchgesteckt und unten dann diesen Hebel geöffnet, so, ne, dass dann quasi die Seite oben drauf zu sehen war. Ja. So. Zu welcher Zeit war das so modern, dass man wahrscheinlich noch viel getragen hat? Also die trägt man selbst heute noch, ne? Einfach weil das was sehr Elegantes ist. Ja. Aber das ist so, ich denke mal so aus den 20er Jahren, 1900, 20er Jahre so, schätze ich. Ja? Mhm. Und ich denke auch aus der Zeit wird das Teil gekommen. Und man sieht, dass der schön vergoldet ist. Und verziert. Und verziert, ja, leicht verziert. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man den richtig sauber macht, dass der richtig wieder golden glänzt. Es ist kein Gold, ja. Obwohl er schon... Manschettenknöpfe waren ja auch mehr so für die Herren gedacht, nicht für die Damen. So. Ist für die Herren gedacht, ja, ja, klar, ja. Genau. Und wie gesagt, wer heute noch was von sich hält, guck mal, überall kommen jetzt hier die kleinen goldblitzenden Stellen durch. Siehst du das hier auch? Hm? Kann man das sehen so ein bisschen? Kann man sehen, ja. Ne? Überall kommt er durch und wenn man so ein bisschen kratzt, geht gleich los. Also den Weg schön sauber kriegen auf jeden Fall. Ich habe vielleicht in meinem Leben, also in meinem Sonderleben, vielleicht 10 Manschettenknöpfe gefunden. Also Manschettenknopf ist auch was Elend auf jeden Fall. Freut mich drüber. Genau. Schöner Fund. Wirklich ein schöner Fund. Alex hat wieder mal den Fund gemacht. Ja. Ich habe eine Tüte gefunden. Da waren ganz viele Autoembleme drin und da war noch eine Tüte dabei. Da war hier so Starter von Leuchtstoffröhren dabei und irgendwelche Strippen hier, so Telefonstrippe oder Mikrofonkabel. Mhm. Vielleicht ist ja hier noch ein Funkgerät vergraben oder so, man weiß es nicht. So, auf jeden Fall habe ich hier ganz viele Autoschilder gefunden. Ganz cool. UAP, das ist das ja früher mal gewesen, das ist ein ganz altes Auto. Wisst ihr was, ich zeige am besten mal die Autos dazu. Guck mal. Dieses Auto hier. Das ist also schon ziemlich alt. Das ist von Opel. Da haben wir noch ein Rekordschild gefunden. Opel Rekord. Das sind alle geklaute Sachen. Damals haben
in den 90ern, ich weiß, dass hier immer wieder Leute Renault 4 die Dinger abgerissen und die gesammelt haben. Das ist vom VW Golf hier, das ist richtig cool. Hatten sie die ganze Wand voll damit. Ja. Mercedes-Stern ist garantiert auch dabei, oder? Nee, Mercedes-Stern nicht. Mosquitsch 1500. 1500? Ich gebe das mal ein. Mosquitsch 1500. Hier. Hier haben wir den Mosquitsch 1500. Schönes Auto von früher. Arak? Ist das ADAC oder was? Na, das wird irgendwie. Ich sag dir gleich, was Arak ist. Moment. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Hier noch ein Opel-Schild. Das ist eine Versicherung gewesen. Arak-Versicherung, Rechtsschutz. Die gibt's durch heute noch. Ja, die gibt's heute noch, die Arak-Versicherung. Da steht sogar eine Nummer drin hier. Ja, das ist die Opel-Typenschildnummer. Weil hier ist ja noch ein Opel-Zeichen. So, dann haben wir hier Buchstaben, ich glaube, das hieß die Firma Dacia, das sind einzelne Buchstaben. Hat einer irgendwie kaputt gekriegt, das Ganze. Beim Abmachen. Und ein Peugeot. Sehr interessant, was hier liegt. Ja, schöner Fund, würde ich sagen. Das ist eine Zeitreise. Schauen, ob da noch was ist. Was hier? Ist irgendwas anderes, wa? Anderes, genau. Aber ich kann mal die Dicke nur schwingen. Mal gucken, was hier los ist. Ein sehr schönes Stück hast du da noch gefunden. Das wird wahrscheinlich mal eine Haarspange gewesen sein, ne? Sieht so ein bisschen aus, als wäre die aus Silber. Und da sind auch Steine drin vorne. Mhm. Vier auf jeder Seite. Mach doch mal sauber. Der große in der Mitte ist leider nicht mehr da. Also ich würde sagen, dass das aus Silber ist. Da lagen erst die drei, vier Pfennig, dann kam ein Stück Duplosan-Dose und dann kam die Spange. Und wahrscheinlich hat da jemand gepimpert. Und die verloren dabei. Ja, das hat man immer zerbrochen hier, glaube ich, die Fischer. Frage mich nur, warum sie die da vergraben haben. Kriegen wir das noch hin hier, wie das Dacia aussah? Das ist ein C hier. D, hier fehlt D. Das ist ein A hier? Tatsächlich. Ach, das ist ein A, das ist ja keine 4. D, A, C. Nee, das könnte ein I sein. C, nee, I, A. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Das soll ein A sein hier. Ja. Hier musst du D hin. Dacia. Ja, ich suche ja gerade das D. Ja. Ich habe hier noch ein A. Gib das alles her. Ne, dann waren das 2. Das ist das A. Hier ist auch noch ein A. Noch ein A. A wie Alex. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall geil. Mosquitsch 1500, das ist total cool. Das ist ein altes Opel-Zeichen. Das schätze ich mal, das ist ein neueres. Kann man auch schön hier. Das ist vom VW Golf, vom Jetta oder irgendwas ganz altes noch. So ist halt auch zu Hause. Und was haben wir hier noch? Ein 1600er Schild. Und was haben wir hier noch schönes? 1600 PS. Also das gefällt mir eigentlich am besten hier. Ja, das gefällt mir am besten. Das ist nämlich ein UAP. Das ist eigentlich auch Dacia von früher. Und das gibst du mir, ne? Das kommt an mein Auto ran. Nein, du hast doch gar kein Auto. Schenkt das Kulpi. Ich habe gar kein Auto. Stimmt. Weil Kulpi sich ja ein Dacia geholt hat. Kann er sich ja an sein Auto ran basteln, ja. Hier ist das D. Oh ja, hier kommt das hin. Nee, du musst irgendwie... Naja, na klar, doch, ist schon richtig. Guck, und das A war eigentlich hier also so. Also du, der hat sich so blöd angestellt, das abzumachen, der das abgemacht hat. Ja, der hat das abgebrochen von Autos und dann hat er die dabei beschädigt. Und hat das gesammelt, wa? Deswegen haben ja manche Leute auch so Messer jetzt am Auto dran. Wenn du da das Schild abklauen willst, kommt da ein Messer raus. Nee, du hast ja bei bestimmten Autos gibt's auch versenkbare Frontfiguren, oder? Den Ring wollen wir euch noch mal zeigen. Achso, da war ich Licht hier. Da sieht man sehr schön jetzt den Löwenkopf. Da ist noch ein kleiner Rostbubbel dran, aber... Na, Rost nicht, aber es ist Fraß. Und hier habe ich vorhin versucht, den schon abzumachen. Ja, und da geht gleich sofort das mit ab. Könnte man vorsichtig mit Oxal noch mal machen, aber der geht echt gut sauber. Ist das eventuell ein Kantinenring?
Wir wissen das nicht. Alex meinte, wäre in einem Ü-Ei drin gewesen. Naja, nee, das ist schon was Älteres, denke ich mal. Ja, glaube ich auch. Aber dass das Aluminium ist, das wundert mich. Ja. Echt ein cooler. Wie sagst du immer so schön, liebe Zuschauer, schreibt's in die Kommentare. Genau. Aber das Licht ist irgendwie ein bisschen genau so, oder? Jetzt ist immer noch... Ja, so ist gut, so ist gut. So kann man es ein bisschen besser sehen. Ein schöner Löwenkopfring auf jeden Fall. Von 4711, Kellnichwasser. Also die ist auf jeden Fall alt. Ja, aber die andere Seite da, die Rückseite. Also ich würde auch sagen, was älter, weil diese Form ist eher untypisch für Osten, ne? Ja, sieht auf jeden Fall älter aus, auch die Schrift. Also sonst hättest du ja normalerweise VED irgendwas in ganz groß unten oder so. Da haben sie sich noch Mühe gegeben bei der Verpackung. Das 20 Jahre, warte, ich präsentiere erstmal ordentlich. Ich habe heute ja nichts gefunden. Überhaupt gar nichts. Ein paar Münzen, das Ding habt ihr schon gesehen. Und da ist ein Stück von einem Bleisoldat, der Fuß. Könnte der Fuß sein von dem Bleisoldat, den der Preußensondler gefunden hat. Der hat nämlich einen gefunden ohne Fuß. Hier im selben Gebiet. Nein. Doch. Ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist mein Ernst. Ich sehe, glaube ich, wie ein Fernsehturm sich da drauf. Das ist ein Kettenanhänger. Das ist ein Wappen von Berlin. Das ist cool. Das hat ein schönes Signal gebracht. Das ist bestimmt aus Silber. Das ist ja cool.